Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, da ist mir gerade auf jeden Fall was sehr Schönes passiert. Die Schleie hier, was weiß ich, wie die heißt, Kostolski-Schleie. Als Trophäe, ja, da war ich jetzt doch sehr erstaunt. In der Happy Hour mit allen Pipapo 560.000 XP. Ja. Sehr schön auf jeden Fall. Habe ich gesagt, komm, das nehmen wir jetzt mal auf. Dann gucken wir mal, wo wir hier stehen, was ich hier eigentlich geangelt habe. Nämlich diese Gesellen hier, die Spiegler, die Dinkelsbühler Spiegler. Also die beißen eigentlich nur hier. Ich hatte gestern auch so eine Schleie, das war aber an dem, ich sage jetzt mal, Bananensteg da drüben. Aber auch auf süße Sahne und ja. Wie gesagt, wir stehen hier, also hier starten wir ja hier an diesem Steg. 15 Meter Clip. Und wir gucken jetzt mal ins Setup rein. Also ich hatte jetzt eben gerade alle 1er Haken ausgetauscht gegen 3-1-0er, weil mir, ich denke, komm, vielleicht werden die ja mal größer, die Spiegelkarpfen. Ist ja wie so am Bärensee. Immer so diese 4-5 Kilo Dinger. Und ich hätte nicht gedacht, dass jetzt auf ein riesig 1-0er da eine Schleientrophäe reinbeißt. Also es geht auch mit noch größeren Haken, weil Schleie meistens ja immer mit einem 1er beangelt wurde, die normale Schleie. Ja, auf jeden Fall geht es hier um die süße Sahne. 16 Pop-Up-Oilies, Sahne weiß, als Kunstmais, Sahne normal, als Dip. Und dann hatte ich mir gemacht hier Standard eigentlich Maismehl. Die drei teureren süße Sahne Feed Pellets. Ne? Und dann habe ich mir einfach mal den sinkenden Boily, den 12er, gemahlen. Aroma als Sahne. Hatte immer 20 cm Vorfächer. Jetzt habe ich einfach mal 50er Längen genommen. Wir gucken mal allgemein im Cache rein. Vor 50 Minuten bin ich hier hingekommen. Musste aber mal kurz Routen raus und unterbrechen. Ja, ihr seht, dominierend sind hier diese Spiegelkarpfen auf jeden Fall. Zeilenkarpfen beißen hier auch. Und Lederkarpfen hier, die bringen ja auch gut Geld, weil sehr selten. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Schleie selten ist. Aber sie ist eigentlich gar nichts, aber wunderschön. Also da freue ich mich ja richtig drüber, weil ich liebe ja auch Schleie sowieso. Und selbes Setup an dem Bananensteg gehen sehr viele normale Schleien mit dieser Kombination gerade. Und ich hatte wie gesagt gestern eine 1,1 Kilo davon. Das war meine erste im Übrigen. Stand auch direkt im Café. Ja, ansonsten hier diese Spiegelkarpfen halt. Ne? Ja, so ist es. Mal gucken jetzt am Morgen, ob noch ein, zwei Bisse reinkommen. Ja, da habe ich gerade nicht schlecht gestaunt. Ich hatte gesehen, es kam eine Schleie. Ja, ich habe gedacht, es wäre eine normale Schleie. Habe auch mit einer normalen Schleien-Trophäe gerechnet. Also da habe ich gerade echt dumm geguckt. Freut mich umso mehr auf jeden Fall. Bin mal gespannt, was die so wert ist. Ich meine, eigentlich brauchen wir auch nicht mehr hier zu sagen. Wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mal gucken, was das Vieh wert ist. 15 Meter Clip, alles auf Sahne. Mehr muss man ja da nicht sagen dann. Jetzt gehen wir mal gucken, was das Vieh wert ist. Oder allgemein, was wir jetzt hier hätten verdient. Ja, 500.000 XP und 500 Silber. Ja. So wäre es nur ein normaler Durchschnitt hier gewesen, 300 die Stunde. Wenn sie mal ein bisschen größer wären, dann wäre es hier auch gut. Deswegen bin ich jetzt auf, weil so an für sich bringen die ganz gut was, muss ich sagen. Also ab, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier einmal mit 5 Kilo habe. Ja, 16 Silber, okay. Aber diese Lederkarpfen hier, selbst das ist schon cool. Und die Zeilenkarpfen, naja. Bringt jetzt auch nicht so die Welt. Unter 3 Kilo. Naja, sei es drum. Wollte ich euch mal zeigen. Versucht auch mal euer Glück da. Nachts scheinen die wohl zu beißen. Die erste, die ich gestern gefangen habe, war auch mitten in der Nacht. Versucht mal euer Glück mit den Sahnegedöns. Petri, schönes Wochenende. Bis dann und tschüss.